Hallo zusammen, guten Abend. Hier ist der Mendelsdorf, der Modellbauernhub. Hallo, liebes Modellbauer-Tagebuch. Boah, mal eine kleine Folge einschieben. Oh. Ihr wisst ja selber, in letzter Zeit habe ich ein bisschen was gebaut. Das sind hier so ein paar Teile davon. Oh, es hat richtig Spaß gemacht. Der Einstieg war wieder schwer nach ein, zwei Monaten, aber danach lief es für meine Begriffe immer besser. Man sollte eigentlich immer mal was machen, damit man einfach die Übung nicht verliert. Das ist mal wieder mal eine Erkenntnis für mich, die ich wieder mal neu gemacht habe oder schon wiederholt gemacht habe. Und ich denke mal, es wird auch immer so bleiben, dass man immer ein bisschen wieder neu anfangen muss. Ja, und dann läuft das am Anfang nicht so geschmeidig. Beim Trabant bin ich ein Stückchen weitergekommen. Also so sieht es bei mir immer ein bisschen aus, wenn ich umräumen muss und neu sortieren und stapeln. Ich habe da wirklich nicht so den Platz um mich rum. Und deswegen wird alles ein bisschen komprimiert zusammengestellt und gebastelt, bis ich es nicht mehr wiederfinde. Also beim Trabant, da bin ich jetzt froh, dass ich die vermaledeite Baufolge gemacht habe, wo ich die 33 vor die 32 gebaut habe. Und dann habe ich noch Teile verbummelt und jetzt hatte ich aber alles zusammen. Und ich konnte nur endlich meinen heiligen Stuhl hinten, wo ich gesessen habe, fertigstellen. Ein bisschen Baustaub ist drin, überall ein bisschen Staubnebel von der Bad- und WC-Kombi-Reservierung, Renovierung, Sanierung. Muss ich noch durch, zwei, drei Wochen. Ja, oh, wird hart. aber das nur nebenbei. Das muss auch irgendwie laufen. Trabant ein bisschen was gebaut, in Ecto angefangen. Kann ich ruhig sagen, Bauphase 2, ich habe es gehasst. Aber so ein komplett sehr schön aus. Also man könnte glatt die Schmerzen und die Flüche vergessen. Finde ich nicht schlecht. Ja, ich schon toll. Ach, hier der Reifensatz, den ich fast mit Edding markiert hätte. Auf dem Weißwandreifen, auf der Weißwand. Beim Terminator will ich demnächst auch unbedingt was tun. Da habe ich ein Geschenk bekommen. Und zwar ist das ein Kontakt, eine Beziehung, auf die ich noch zurückkomme. Ja, aber vielleicht noch zu den Modellen an sich. R2-D2 habe ich jetzt alles verbaut. Da bin ich aktuell, ich bin stolz wie Bolle, dass ich mal ein Modell Reihe habe, wo ich alles weggebaut habe und auch ein bisschen warten, sehnsüchtig warten kann, dass was Neues kommt. Aber alles zu seiner Zeit. Lasst euch Zeit. Ich habe noch genug Folgen, liebe Händler, Zusteller. Tommy im Modellbaukanal hatte ich geschrieben, ich habe was falsch gemacht. Ich habe das Ding in die falsche Richtung gedreht. Das könnte ich jetzt nachholen, bevor ich es nämlich vergesse. Fällt mir nämlich gerade ein, dass da noch was war. Danke, Tommy, für den Tipp. Und zwar hält das Ding besser, wenn man es richtig rum einsetzt. Erst einmal das in das Bajonett-Gedings und das dann nicht so rumdreht, wie der Wettel das gemacht hat, der alte Noob. Jetzt kriegt das gar nicht mehr hin. Bin außer Übung, man merkt es, mal einen Tag nichts gebaut und schon. Also nicht so rum, sondern in die andere Richtung, wenn du es hinkriegst, Metal, dann ja, der Linkshänder, das ist halt der Trick. Ja. Was bleibt hier hängen? Ja, mache ich vielleicht ohne Kamera noch komplett durch. So, jetzt. Ja, jetzt hält's auch. Danke, Tommy. Ich hoffe, ich kann dir auch mal einen Tipp geben. Du wirst dich ja auch mal verbauen, will ich doch hoffen. Also, Ghostbuster macht Spaß. Habe ich noch ein paar Folgen. 5, 6 Stück, die ich zu bauen habe. Trabant habe ich noch genug auf Lager. Dominator, wie gesagt. Genau, kommen wir mal zu dem Thema. Traurige Nachricht, echt wirklich traurig, da muss ich mal einen Schluck nehmen. Prost. Ah, jo, geht. Schmerz kann man langsam ertragen. Gewinnspiel, da hat jemand seinen Preis nicht abgeholt. Das ist schon ärgerlich. Der Gutschein ist nicht weggegangen für MPK, die 25 Euro. Also lang genug war Zeit, ich denke mal, der Gewinner hat es vergessen. Ich hoffe, ihm geht's gut und ihm ist nichts passiert.
Ansonsten gute Besserung und irgendwie, wenn du dich mal meldest, findet man einen Weg. Und naja, was machen wir jetzt? Erstmal den Ghostbuster Getriebe angucken, das Teil ist schönes Blau. Ja, da mache ich dann auch noch weiter. Ja, jetzt zu dem nochmal Gewinnpreis. Bla bla bla. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wieder. So langsam musste ein bisschen nachdenken, kriege die Kurve. Genau. Der Preis ist nicht abgeholt worden, 25 Euro. Und ich habe mir überlegt, ich werde den Preis spenden. Und warum spende ich den? Also ich hau den nicht wieder an die Trommel, sondern ich werde ihn spenden. Und zwar folgendes. So ein Event, möchte ich auch noch mal dran erinnern übrigens, ich blende es mal kurz ein, es findet morgen, innerhalb von 24 Stunden, der virtuelle Modellbau-Stammtisch vom Modellbau-Onkel statt. Da seht ihr unten links nochmal Datum und Uhrzeit, Startdatum, Uhrzeit und die Themen. Ja, aber ich muss sagen, auch wenn vielleicht das eine oder andere Thema nie euch anspricht oder so, schaut mal vorbei, sind ganz coole Typen am Tisch und der Tisch ist schon wieder voll. Ich komme nicht ran. Er muss ja auch nicht immer dabei sein. Auf jeden Fall werde ich stiller Zuhörer sein. Ich werde im Chat ein bisschen rumsauen, ein bisschen rumproleten und für den einen oder anderen derben Spruch loslassen. Vielleicht lassen sie mich auch mal rein, wenn der eine oder andere den Tisch verlässt. Aber nein, muss nicht sein, um Gottes Willen, nee. Sollen auch mal andere die Plattform kriegen. Also der Stammtisch ist echt genial. Und den einen oder anderen, würde ich sagen, nenne ich innerlich schon meinen Freund. Obwohl die anderen das meist nicht wissen. Ja, das sind schon coole Typen. Also ich fühle mich da ganz wohl. Also wenn ich die Zeit habe und es nicht gerade vergesse oder verbummel, bin ich auf jeden Fall, versuche ich dabei zu sein. Und auch mir Themen mal reinzuziehen, die nicht so auf meiner Wellenlänge liegen. Aber man schafft es ganz gut. Ja, ich denke mal, es ist immer ein locker Spruch dabei. Oder einer haut ein Ding raus. Und es sorgt eigentlich immer für gute Laune. So ein Stammtisch. Ja, genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich sponsor den Modellbau-Onkel eigentlich für seine Bemühungen. Und für die neuen gewonnenen Freunde, die ich für mich entdeckt habe, sagen wir mal so. Hau ich in die Spende, lasse ich ihn so einfach zukommen. Und so nach internen Informationen über fünf Ecken habe ich erfahren, dass ich dann somit der erste Stammtisch-Supporter bin. Und das feiere ich jetzt erst einmal. Da trinke ich mal ein Bierchen drauf. Schmerzbewältigung. Genau. Kommt der Preis dann doch noch einem guten Zweck, denke ich mal. Wird zugeführt, sagen wir mal so. Krass. Nee, das wollte ich loswerden. Ich wollte an den Stammtisch erinnern, der morgen stattfindet. Vielleicht hat der eine oder andere Mose, mal vorbeizuschauen. Der Metal wird im Hintergrund irgendwo rumgeistern, denke ich mal. Und bin stolz wie Bolle, der erste Supporter des Stammtisches zu sein. Vielleicht, Modellbau-Onkel, überleg mal, wenn du mich da mal wieder reinlässt oder so. Vielleicht kriege ich eine andere Farbe im Chat. Irgendwie so. Ne? Dass die anderen dann sagen, hey, der hat eine geile Farbe oder eine Mütze oder eine Krone oder irgendwas. Ne, will ich auch haben, wie kriege ich die? Na, vielleicht kommt der eine oder andere dann doch mal mit dem Euro rum. Ne? Ist auf jeden Fall eine gute Idee, die möchte ich unterstützen. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Wir versuchen noch was zu bauen. Und während ich dann unten schneide und schnippel noch den Filmchen und das Ding online geht, das Video, dann werde ich auch die Überweisung machen. Ne? Erst wird der Film da sein, die Folge Modellbau-Tagebuch. Und dann macht es wahrscheinlich bei ihm Bling-Blong bei PayPal. Und dann fügt sich das Bild zusammen. Ja. Aber wieder ein gutes Werk getan, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Jetzt geht der Stoff aus. Prost. Genau, einen nehmen wir noch. Ja. Bin gespannt. Teilnehmerliste kenne ich jetzt noch nie, wer am Tisch sitzt. Und ich bin auch gespannt, wer sich da im Chat so ein bisschen einblendet und vielleicht ein paar Fragen stellt oder Anregungen gibt. Alles Mögliche. Ein bisschen Action im Chat wäre schön. Ja, schauen wir mal, was die Kandidaten am Tisch so leisten. Zusammen stammeln, so wie ich hier in dem Video. So, will euch nicht weiter nerven.
Bis zur nächsten Folge Modellbautagebuch oder zur nächsten Verlosung. Das war nicht die letzte. Und denk dran, das Ding ist am 24.04. in 8 Monaten. Ihr wisst genau, was da ist. Da ist schon wieder Weihnachten. Ich sag nichts. Stichwort Adventskalender. Alles klar. Ciao, tschüss. Euer Metzger. Bye. Lecker, lecker so ein Bier. Ne? Nicht? Oh, kann heute bestimmt nicht mehr gerade gehen. Oh, wie immer, Metal. Oh, tschüss.